Hallo zusammen, ich melde mich zurück und ich weiß nicht, wie viel ich heute schaffen werde, weil ich mich irgendwie dumm verlegen habe und vom Computer sitzen doch sehr schmerzhaft ist, aber ja, schauen wir mal. Jetzt habe ich wieder zu spät angefangen vorzulesen. Darum lassen wir es jetzt mal ausfallen. Also letztes Mal, falls ihr es nicht gerade gesehen habt, wurde Morrigan von ihrer Mutter mit uns geschickt, um uns durch die Wildnis zu führen und uns dabei zu helfen, die Verderbnis aufzuhalten. Und wir sind nach Lothering aufgebrochen. Und das Dorf haben wir noch nicht betreten. Ich habe Zeit damit verplempert. Nein, verbracht und es genossen, mit meinen Leuten zu reden. Auch wenn das im Moment nur Alistair, Morrigan und Hund sind. Aber es macht trotzdem Spaß, mit ihnen zu reden. Au, das schmerzt. Leute, ich wünsche das echt keinem. So. Jede Menge Flüchtlinge, wie man sieht. Gar nicht, ob es hier noch irgendwas zu finden gab. Elfenwurzel. Nehmen wir immer mit. Sieh mich nicht so an, du Köter. Ich habe nichts für dich. Warum starrst du mich so an, du Flohfell? Merkst du nicht, wenn du nicht erwünscht bist? Die Anwesenheit von Wildtieren habe ich gern. Stinkende Haustierwölfe gehören nicht dazu. Und diese Sturheit, ich werde wahnsinnig. Ja, die mögen sich, ja? Armer Hund. Als könnten wir hier noch mehr Kämpfe gebrauchen. Seht ihr nicht, wie verängstigt sie alle sind? Was? Hab noch nichts gemacht? Als könnten wir hier noch mehr Kämpfe gebrauchen. Seht ihr nicht, wie verängstigt alle hier sind? Ich kann dir gleich mal die Fresse polieren, wenn du das möchtest. Freundchen. Mach mich nicht von der Seite an. Ich glaube, es geht los. Ihr da. Wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet keinen finden. Nee, suche ich nicht. Zieht weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. Was meinen wir damit? In den letzten 2 Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Wir sind noch nur auf der Durchreise, keine Sorge. Danke für die Warnung. Haltet ihr mich davon ab, hineinzugehen? Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Geht mir aus dem Weg. Fragen sind... Ich bin nur hier, um nach dunkler Brut Ausschau zu halten. Ich meine es nicht böse, aber bitte fragt jemanden im Dorf. Ach komm, du Spielverderber, na gut. Hat denn jemand das Sagen? Der Bären ist mit Taryn Logan nach Norden gezogen. Lothering ist also sich selbst überlassen. Die meisten Leute wenden sich an die älteste Miriam. Ihr könntet aber auch mit Sir Bryant in der Kirche sprechen, nehme ich an. Es ist eure Entscheidung. Nun gut. Oh, wie sie jammern und klagen und mit den Zähnen knirschen. Schon traurig mit anzusehen, wie hilflos sie umherhuschen. Ach, Morrigan, sei nicht so eine Knatschtante. Oh. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Hey. Hallo, kleiner Mann. Hast du meine Mutter gesehen? Hau ab! Ich weiß nicht genau, wer ist denn deine Mutter? Du armes Ding, wurdest du von deiner Mutter getrennt? Ja, habe ich. Sie ist irgendwo da vorne. Aber wir lügen noch nicht. Aber vielleicht haben wir sie gesehen. Ich weiß nicht. Sie ist wirklich groß und hat rote Haare. Wir leben alle auf einem großen Bauernhof. Jemand mit roten Haaren wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir. Aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Nun ja, ich wünsche dir viel Glück. Weißt du, wo dein Vater ist? Komm mit mir, ich helfe dir, deine Mutter zu finden. Ich glaube nicht, dass sie noch kommt, Kind. Wo ist denn der Vater vielleicht? Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Nun ja, ich wünsche dir... Komm. Mutter hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Ja, nun in dem Fall...
wünsche ich dir viel Glück. Geh zur Kirche, Kind. Dort wird man sich um dich kümmern. Nimm diesen Silberling, kauf dir was zu essen. Ich glaube nicht, dass sie noch kommt. Geh zur Kirche. Das werde ich. Aber nur, wenn ich meine Mutter nicht finden kann. Schatz, du findest sie schon nicht. Du bist wirklich eine freundliche Dame. Wie meine Mutter. Ich sollte sie suchen. Ach je. Ich fühle mich immer schlecht bei sowas. Hallo. Elfen. Seid gegrüßt, Herrin. Wenn es nicht so viel verlangt ist, könntet ihr dann vielleicht ein Stück Brot entbehren? Ich kann euch nicht helfen, es tut mir leid. Was ist euch zugestoßen? Für Bettler kann ich nichts entbehren. Was ist euch zugestoßen? Wir dachten, hier in Lothering sei es sicherer. Wir hatten gehofft, der Terran würde seine Soldaten hierher führen. Hey, hey. Aber wir wurden von Banditen angegriffen. Sie haben uns alles genommen. Unser Essen, unsere Kleidung, das Lieblingslamm meiner Tochter. Niemanden interessiert das Schicksal von ein paar Elfen wie uns. Könnt ihr uns helfen? Was sabbelt der so schnell? Himmel! Was euch zugeschossen ist, tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen. Ich bin diesen Banditen begegnet, sie sind keine Gefahr mehr. Ich bin diesen Banditen begegnet und habe sie verjagt. Für Bettler kann ich schon wieder nicht. Nein, aber ich habe sie verjagt. Das sind großartige Neuigkeiten. Vielleicht ist unsere Habe noch dort. Ich kann euch gar nicht genug danken. Selbst wenn wir nicht alles zurückbekommen, ist es gut zu wissen, dass andere sicher vor ihnen sind. Definitiv, Mr. Schnellbabbler. Herrje. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Ein kleiner Profit, ja. Regelt eure Probleme selbst, ich werde mich nicht einmischen. Warum sollte ich euch helfen wollen? Streicht den Zusatz kleinen, dann denke ich drüber nach. Sind die Leute etwa verärgert, weil ihr Geschäfte machen wollt? Warum sollte ich euch helfen wollen? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Das ist nicht so nett. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremde. Ich gebe euch 100... Händler. Hupsa. Da hat es mir gerade das Spiel runtergelegt. Ich entschuldige mich. Ich bin nicht interessiert. Könnt ihr dieses Angebot überbieten, Schwester? In Ordnung. Diejenigen von euch, die hier keine Geschäfte machen wollen, verschwinden jetzt. Habt ihr nicht den Eindruck, dass ihr etwas skrupellos vorgeht? Das wird jetzt Mords Minuspunkte bei Morrigan geben, aber trotzdem. Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie, genau wie die Banditen vor dem Dorf. Hat sie nicht Unrecht? Na, ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Regelt eure Probleme selbst. Na schön, Zeit zur Genpriesterin. Überreden könnt ihr nicht einen Kompromiss finden? Senkt eure Preise oder verliert... Ich versuche mal zu überreden. Vielleicht. Wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren. Gut, gut, das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig aussieht, gelten für euch die normalen Preise. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Dorfzwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Morgen, halt die Pappen. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Da, die Zicke. Unglaublich. Ich werde dir was loswerden. Ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. Nö. In Ordnung, doch, natürlich. Aber kauft nicht alles auf. Nein, nein. Ich habe da eine viel bessere Idee. Ich verkaufe dir etwas. Wie wäre es mit einem Streitkolben, den keiner braucht?
Kann ich mal gucken, ob ich Morrigan geben könnte. So gefällt mir das schon eher. Er gibt mir Geld. Na gut. Dankeschön. Ah, die Anschlagtafel der Kirche. Lasst uns ein paar Botengänge erledigen. Das bringt die Menschheit weiter und uns ein paar Kupfermünzen. Morgen, fühlst du dich krank? Irgendwie Menschheit weiterbringen oder so? Geht's dir gut? Oh, ja. Um dich kümmere ich mich gleich. Banditen! Sir Brian möchte Banditen verjagt auf niedergemetzelt, hätte ich beinahe gesagt, aus dem Weg geräumt haben. Im nördlichen Wald. Na sicher. So, jetzt schauen wir uns mal den Schreihals an. Die Legionen des Bösen stehen vor unserer Schwelle. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen. Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Bitte, ihr erschreckt die Kinder. Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Dort! Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns. An dieser Frau klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihr steckt? Ignoriert ihn einfach, ich jedenfalls werde es tun. Warum senkt ihr eure Stimme nicht ein wenig? Gibt es hier niemanden, der diesem Irren das Maul stopft? Ihr solltet mit solchen Anschuldigungen vorsichtig sein, Narr. Jetzt warum machen wir nicht mal Suche? Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen ist. Ich werde nicht schweigen. Bitte aufhören! Jemand soll ihn zum Schweigen bringen! Aber er hat doch recht. Der Bern hat uns verlassen. Wir werden sterben. Jetzt seid doch mal alle cool. Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden. Ach, Leute. Ich bin doch jetzt da. Also, ihr verschwendet meine Zeit. Schreit ruhig weiter, wenn ihr wollt. Das reicht. Jetzt ist Schluss. Ihr armer Mann, was ist euch widerfahren? Seid kein Narr, die dunkle Wut kann besiegen. Ich bin mal mitfühlend. Meine Familie, mein Clan, diese Kreaturen haben sie alle niedergemacht. Einige von uns sind hierher geflohen, aber wir können der dunklen Brut nicht entkommen. Das muss schrecklich werden. Leute, merkt euch das? Mit sowas kommt ihr auch ich weiter. Versucht zu verstehen. Und die Schreie meiner Frau folgten mir. Ihr Haar hatte die gleiche Farbe wie eures. Ich bedauere euren Verlust. Ihr bringt sie nicht zurück, indem ihr diese Leute hier verängstigt. Ihr ehrt ihren Tod nicht, indem ihr euch so verhaltet. Ich bedauere euren Verlust. Warum bin ich hier? Ich hätte nicht herkommen sollen. Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Das ist wahr. Für euch Nahen besteht keinerlei Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Bringt all euren Mut auf. Ihr alle raus hier, bewegt euch. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es ist mir vollkommen egal. Es gibt immer Hoffnung. Ihr habt recht. So, wir dürfen genau. Nicht aufgeben. So, aber wir sind keine Kämpfer. Was sollen wir tun? Wir können uns nicht einfach hinlegen und auf den Tod warten. Wir müssen nach Norden, nach Denerim. Was er sagt. Euer König ist tot. Es gibt keine Hoffnung mehr. Schreist du immer noch rum? Bist du? Nee, du bist wer anders. Wenn ihr Zuflucht sucht, muss ich euch leider mitteilen, dass in der Kirche kein Platz mehr ist. Habt ihr geschlossen? Wir weisen niemanden ab, aber wir haben einfach keine Schlafplätze mehr. Ihr findet Priester im Inneren, falls ihr dem Erbauer huldigen möchtet. Möge er uns alle beschützen. Du bist auf jeden Fall nicht der Chef hier, hm? Wer hat in dieser Kirche das Sagen? Die Kirche selbst wird von der ehrwürdigen Mutter geleitet. Und Sir Bryant ist der Anführer der hier stationierten Templer. Wusstet ihr, dass es am Hochweg Banditen gab? Gab? Habt ihr sie vertrieben? Sir Bryant wird darüber ausgesprochen erfreut sein. Ja. Neuigkeiten? Nicht seit Terran Loghain mit seiner Armee hier vorbeigezogen ist.
Was mit dem König geschehen ist, ist eine Tragödie. Aber die anrückende dunkle Brut lässt kaum noch Raum für andere Gedanken. Na gut, lebt wohl. Der Erbauer möge euch beschützen. Und euch. Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut, aber keine Anzeichen der Hauptmorde. Wer? Bitte verzeiht, ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnell, seid ihr das? Alistair? Beim Erbauer, wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht, und das ist nicht Taryn Loghains Verdienst. Wenn Al Eamon wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Wenn er wohlauf wäre? Was meint ihr damit? Der Al leidet an einer Krankheit, die sein Leben bedroht. Wir konnten kein Heilmittel finden, weder ein natürliches noch ein magisches. Wann ist das geschehen? Erst vor wenigen Wochen, aber sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Niemand versteht das Wesen dieser Krankheit, und selbst Magie konnte ihr Fortschreiten kaum verlangsamen. Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder. Alle Ritter von Redcliffe haben sich auf die Suche nach der Urne der heiligen Asche gemacht. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. So, solltet ihr nicht vor der dunklen Brut fliehen? Meine Mission hat Vorrang. Aber trotz aller Bemühungen fürchte ich, dass ich mit leeren Händen nach Redcliffe zurückkehren werde. Eigentlich hatte ich gehofft, ich könnte Al Eamon treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Ach, eine lange Geschichte. Wir brauchen seine Hilfe. Ich verstehe. Der Al ist zwar ein beliebter Mann, aber Taryn Loghain ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Was auch immer der Taryn getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Al. Ihm gilt meine größte Sorge. Ist es überhaupt sinnvoll, nach Redcliffe zu gehen? Er könnte bereits tot sein. Aber vielleicht hat sich sein Zustand in den Wochen, die ich schon fort bin, auch gebessert. Wir sollten selbst nachsehen, was in Redcliffe vor sich geht. Davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Also, euch hat die Suche nach der Asche hergeführt? Ich hatte gehofft, in der Bibliothek der Kirche etwas zu finden. Aber ich eigne mich einfach besser für den Kampf als für die Jagd nach Legenden. Erzählt mir mehr über diese Urne. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Nein, nicht wirklich. Ich würde gerne hören, was ihr darüber zu erzählen habt. Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Sir Henrik, ja, das ist ein Problemchen. Der gute Mann liegt oben und ist tot. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beim Erbauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Hey, Mann, tut mir leid. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Ja, ich gehe dann mal. Jetzt, wo Henrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später den Skolaren aufsuchen, den er in seiner Notiz erwähnt. Aber jetzt muss ich gehen. Wir haben vergessen, lasst mich euch erneut danken, Herren. Verdammt. Ihr wart mir eine große Hilfe. Aber ich weiß zum Glück noch, worum es geht. Habe ich noch auf dem Schirm. Das ist alles. Möge der Erbauer uns gnädig sein. Ah, Sir Bryant. Sir ja, Bryant. Herrin, darf ich fragen, wer ihr seid? Darfst du? Ich bin Nenanda. Ein grauer Wächter. Ihr könnt mich Nenanda nennen. Niemand von Bedeutung. Entschuldigt, ich wollte euch nicht stören. Ich bin Nenanda. Ich verstehe. Ich bin Sir Bryant, Kommandant der Templer Lotherings. Taryn Loghain hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Kaelens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Der kleine Drecksack. Die Grauen Wächter haben nichts dergleichen getan. Ich habe die Gerüchte gehört. Ihr werdet niemand von mir erzählen, ist das klar? Ich habe die Gerüchte gehört. Ich glaube nicht, dass die Grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Taryn behauptet.
Dennoch ist das der Stand der Dinge. Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Nur für den Fall. Puh. Habt ihr hier das Sagen? Die ehrwürdige Mutter führt diese Herde. Ich befehlige nur ihre Templer. Normalerweise ist es unsere Aufgabe, die Kirche zu beschützen und nicht genehmigte Magie aufzuspüren. Aber zurzeit können wir ausschließlich die Unschuldigen beschützen. Und was tut ihr, wenn ihr einen nicht genehmigten Magier findet? Nehmen wir einfach mal an, ich wäre eine solche Magierin. Was würdet ihr mit mir anstellen? Ich habe im Moment keine Zeit, über derartige Dinge auch nur nachzudenken. Meine Sorge gilt dem Schutz dieser Leute. Die einzige Bedrohung, die ich für sie sehe, ist die dunkle Brut. Wie kämpfen Templer gegen Magie? Uns steht mehr zur Verfügung als nur Schwerter. Wir wurden auch gelehrt, unheilige Magie zu bannen. Wenn wir nur auch die dunkle Brut mit unseren Kräften aufhalten könnten. Aber leider ist es nicht so. So, wo kann ich denn die ehrwürdige Mutter finden? In ihrem Arbeitszimmer, nehme ich an. Sie bereitet vermutlich alles vor, was sie mitnehmen wird, wenn wir doch evakuieren müssen. Und ihr seid die Einzigen, die noch hier sind? Unser Ben wurde von Terran Loghain zu sich befohlen und hat seine Soldaten mit nach Norden genommen. Lothering wurde sich selbst überlassen. Sehr nett. Hast du sonst noch was zu erzählen? Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Oh, wichtig. Neuigkeiten? Neuigkeiten, Neuigkeiten? Abgesehen davon, dass sich uns die Horde der dunklen Brut nähert, keine davon ist gut. Es heißt, Terran Loghain wolle sich selbst zum König erklären. So kommt eine Katastrophe zur anderen. Hatte König Kanan keinen Erben? Keinen, von dem wir wüssten. Terran Loghain hat keinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron. Auch wenn er ein Held und seine Tochter die Königin ist, so bleibt er doch ein Bürgerlicher. Außerdem ist der König noch nicht einmal richtig kalt. Wenn Al-Emin die Möglichkeit gehabt hätte einzugreifen, wäre es vielleicht... Es kümmert mich nicht, wer den Thron besteigt. Nur Narren streiten um ein Haus, während es um sie herum abbrennt. Keine Fragen mehr. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Hilfe? Ich fürchte, ich kann euch nicht offen helfen, aber hier, nehmt diesen Schlüssel. Oh, dealen wir jetzt. Er öffnet den großen Schrank an der hinteren Wand. Wir haben hier mehr, als wir bei der Evakuierung mitnehmen können. Also, nehmt euch, was ihr braucht. Nun, danke. Sieht schlecht aus für das Dorf, ne? Ja, das tut es. Da der Ben seine Männer mit in den Norden genommen hat, ist das Dorf seinem Schicksal überlassen. Wir werden so viele wie möglich evakuieren, bevor die Horde hier ist. Ich bleibe, solange ich gebraucht werde. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Ich soll gehen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. Dann gucken wir uns mal diesen Schrank an. Und als der Erbauer sprach... breitete sich der Oh, kann man immer mal brauchen. Irgendwelche Bücher? Muss man anklicken? Nein. Dann reden wir mal mit ihr. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, meine Liebe? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können, als die meisten, die es hierher schaffen. Ich habe nichts zu geben. Wer seid ihr? Was für eine Spende wäre angemessen? Ihr wollt eine Spende? Für die Kirche? Macht ihr Witze? Wer seid denn ihr? Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Ja, was für eine Spende dann? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Ach Gott, ich... Schummeln wir ein bisschen? Ich weiß gerade meine Finanzen gar nicht. Ah, na gut. Ich danke euch, meine Tochter. Was kann ich also für euch tun? Ein grauer Hilfe. Hier? Oh nein. Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass Terran Loghain die grauen Wächter zu Geächteten erklärt hat. Terran Loghain kann mir mal gepflegt den Buckel runterrutschen. Hä? Ja, ich hab davon gehört. Terran Loghain? Das kann ich ebenso wenig glauben, wie seine Ächtung der grauen Wächter. Was auf euren Geschichte Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt, dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Also, wenn sonst nichts mehr ist?
Kannst du uns irgendwie, überhaupt irgendwie helfen? Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Ach, Mist. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Ich würde mal sagen, es ist immerhin besser als nichts. Einen grauen Wächter? Ja. Ihr habt einen schweren Weg vor euch, nicht wahr? In Andrastes Namen bitte ich den Erbauer über sein Kind, seine Schöpfung, zu wachen. Behüte sie auf ihrem Weg, Sogar mal, Erbauer. Macht mit. Sei ihr ein Licht in der Dunkelheit. So soll es geschehen. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Nein, tatsächlich nicht. Zumindest fürs Erste. Möge der Erbauer über euch wachen, grauer Wächter. Und wenn sich der Gesang in allen vier Ecken der Welt erhebt, dann möge er endlich bis zu den Ohren des Erbauers... Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht mit euch unterhalten. Ich muss das heilige Feuer nähren, damit die Flamme nie erlischt. Mhm, wieso ist das so wichtig? Es verkörpert die Flammen, die Andraste verzehrt haben. Kennt ihr die Legende? Ich weiß, dass alle Kirchen ein Feuer am Brennen halten. Die Prophetin wurde in der alten Stadt Minrathus vor den Augen der alten Magier verbrannt, die sie bekämpft hatte. Doch anstatt den qualvollen Tod zu sterben, den die Magier für sie vorgesehen hatten, wurde sie vom Feuer gereinigt und vom Erbauer in den Himmel erhoben, wo sie für alle Zeiten an seiner Seite ist. Wir alle sind Sünder. Das Feuer symbolisiert unsere Hoffnung auf Vergebung. Deshalb dienen wir alle, indem wir seine Flammen nähren. Okay, ich lasse euch dann in Ruhe. Gibt es keinen einfachen Weg, ein Feuer am Brennen zu halten? Ich muss mich also nur selbst im Brand stecken, wenn ich gesündigt habe? Gibt es denn keinen einfachen Doch, Weg? Doch, natürlich. Die Zwerge haben uns Kohle und spezielle Steine angeboten. Selbst der Zirkel der Magie hat sich bereit erklärt, uns magische Flammen zur Verfügung zu stellen. Wenn das keine Ironie ist, was dann? Die Flamme bedeutet wenig, wenn wir uns nicht auch erinnern und für unsere Sünden büßen. Das sieht nach einer schrecklich eintönigen Aufgabe aus. Ich glaube, ich verstehe, was ihr meint. Ich danke euch. Ja, ist okay. Es war mir ein Vergnügen. Dann, ich wünsche euch alles Gute. Ach, da gibt's was zu lesen. Tja, da kommen wir nicht ran. Und wir haben auch niemanden dabei, der es kann. Und möge der Erbauer dann in die schwarze Stadt im Himmel zurückkehren. Oh, meine Schulter schmerzt. Ja, ich glaube, ich lasse es für heute gut sein. Au. Ich glaube gar nicht, wie das zwickt. Das ist echt fies. Ich hätte schon jetzt gerne noch ein bisschen weitergemacht. Aber das geht, läuft heute, glaube ich, einfach nicht so wirklich gut. Jetzt machen wir lieber das nächste Mal. Das ist ein anderer Hund. Also nicht ein Mabari, aber ein Hund. Wie süß. Dann speichere ich hier mal. Und beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder mit vernünftig Action. Dann holen wir uns Liliana und Stan und räumen das Dorf auf und weiter geht's. Ich finde, das klingt nach einem Plan. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.